So, es ist mal wieder was zur Teilbarkeit zu beweisen oder zu widerlegen. Ja? Eine relativ komplizierte Aussage, ich schreibe sie euch mal auf und während ich die aufschreibe, könnt ihr überlegen, ob die stimmt. Ja? Für alle A, B, C, D vom Typ Z gilt A teilt B und A teilt C. Und B teilt D und C teilt D. Daraus folgt A Quadrat teilt BC plus D. Okay. Das ist eine relativ komplizierte Aussage, ne? Vielleicht muss man sich der Aussage erstmal irgendwie mit ein paar Beispiel nähern, ja? Müssen wir uns überlegen, welche Beispiele können wir mal nehmen? Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Nehmen wir mal a gleich 2 zum Beispiel. Weiß nicht, b gleich 4. Na, dann gilt 2 teilt 4. Als c können wir vielleicht mal 6 nehmen. Dann gilt auch 2 teilt 6. So, und jetzt haben wir die Bedingungen, sowohl B als auch C müssen D teilen. Also können wir uns mal, ja, nehmen wir mal das kleinste gemeinsame Vielfache von B und C, das wäre 24, also D ist 24, nur 4 teilt 24 und 6 teilt 24. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hinten die Folgerung auch gilt. A Quadrat, das wäre 4 und BC plus D, also 24 plus 24 ist 48. Okay, das stimmt. Naja, kann man sich vielleicht nochmal ein anderes Beispiel hernehmen. Nehmen wir mal Beispiel A gleich 2 vielleicht. Ne? Nehmen wir mal ein anderes B, nehmen wir B gleich 10. Dann wissen wir 2 teilt 10. C gleich, weiß nicht, 8 vielleicht, 2 teilt 8. Also die Voraussetzung, die muss ja erfüllt sein. Ne? Wir müssen jetzt mal schauen, ein Gefühl dafür kriegen, ob das stimmt, immer stimmt und so weiter. Oder vielleicht finden wir ja gleich ein Gegenbeispiel. Okay. D können wir ja mal wieder 80 nehmen. So. B teilt D, also 10 teilt 80 und 8 teilt 80. Und das müssen wir mal gucken, ob die Folgerung auch stimmt. 4, also 2 Quadrat teilt 80 plus 80, 160, stimmt auch. Okay. Ja, das ist die Frage natürlich. Ne? Haben wir jetzt zwei glückliche Beispiele erwischt oder müssen wir nach einem Gegenbeispiel, nach einem weiteren Beispiel suchen, das ein Gegenbeispiel ist? Wir können das jetzt mal zum Ausgangspunkt nehmen, das zu beweisen zu versuchen. Ne? Also. Demnach gelte jetzt hier die Voraussetzung. Es gelte die Voraussetzung hier. Und dann müssen wir zeigen, dass dann auch a Quadrat bc plus d teilt. Okay. Also es gelte. A teilt b. Und a teilt c. Na? Und a teilt c. Und B teilt D und C teilt D. Gut, was bedeutet das? Also A teilt B bedeutet ja. Oh. Telefon, sorry, ja. Hallo? Hi. Ja, ich bin gerade mitten in der Aufzeichnung, ja. Okay, wir können gleich später telefonieren, ne? Aber vielleicht, ich stelle mal kurz die Frage hier. Wir sind ja gerade mittendrin in einem Beweis oder wir versuchen, ein Gegenbeispiel zu finden. Ne? Und, nee, okay, aber die Frage ist jetzt, vielleicht hast du eine Idee. Also, und zwar für alle A, B, C, D vom Typ Z, ne? A teilt B und A teilt C und B teilt D und C teilt D. Daraus folgt A Quadrat teilt BC plus D. Hast du da vielleicht ein Gegenbeispiel?
Ja. Krass. Sag das gerade nochmal ins Mikro, ja? Moment, ich halte das Mikro. Jetzt? Nimm für A, B, C und D einfach jeweils zwei. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Ne? Ich rufe dich gleich zurück. Okay, ja. Also dann ja. Tschüss. Ciao, tschüss, ja. Ja, da haben wir ja Glück gehabt, dass im richtigen Moment die richtige Person angerufen hat. Ne? Das stimmt, es war ein Gegenbeispiel. Und das ist eigentlich auch ein ganz guter Tipp gewesen. Bei Gegenbeispiel empfiehlt es sich manchmal oft, ne? Manchmal oder oft, also in der Regel empfiehlt es sich auch mal nach einfachen Beispielen zu suchen. Nach einfachen Gegenbeispielen. Wenn wir jetzt hier für A, B, C und D einfach mal zwei einsetzen. Ne? Also Beispiel. A gleich 2, B gleich 2, C gleich 2 und D gleich 2. Dann haben wir 2 Teil 2 und 2 Teil 2 und 2 Teil 2 und 2 Teil 2. Okay, wunderbar, das funktioniert alles, also die Voraussetzung ist erfüllt. Und jetzt gucken wir nach da hinten. 4 Quadrat teilt 2 mal 2 plus 2, 6. Entschuldigung, nicht 4 Quadrat, sondern 2 Quadrat, also 4. Ne? Nochmal. 2 Quadrat, also a Quadrat ist 2, 2 Quadrat teilt 4 plus 2, das ist 6, nicht. Hat nicht funktioniert, ne? Super, haben wir ein Gegenbeispiel gefunden, dank dem Telefonjoker, so dass wir jetzt eigentlich sagen können, naja, wenn wir am Anfang mal so ein einfaches Gegenbeispiel ausprobiert hätten, dann wären wir viel schneller zum Ziel gekommen, ne? Wenn man von Anfang an so komplizierte Beispiele sucht, dann, naja, dann sieht man eigentlich auch nichts, dann kommt man nicht besonders weit. Hier bei diesem einfachen Gegenbeispiel, bei diesem total simplen Gegenbeispiel funktioniert sofort, haben Gegenbeispiel gefunden, die Aussage ist nicht wahr.